Hallo und willkommen zurück bei die drei Fragezeichen Plan der Chamäleon-Bande bei einem wundervollen Sonnenuntergang, würde ich sagen. Guten Abend. Guten Abend. Und ja, entweder ist es ein Sonnenuntergang oder es brennt halt noch fleißig im Hintergrund. Ja, das ist ja, kommt ja aufs Gleiche. Kommt aus, ist so wie rot, ja, das ist ja richtig. Und ja, beim letzten Mal, ich glaube, wir haben diesen Hut umgedreht. Ich weiß bloß nicht mehr den Hintergrund, warum. Wer hat doch dieses Sombrero aufgesetzt? Er sagt, ja, dann dass haben sie, wir ihn wieder abgenommen, ja. Und dann hat er ihn verkehrt rum abgelegt. Ja, genau. Chang hat gesagt, das sieht doof aus und jetzt haben wir den halt verkehrt rum. Ja. Das weiß ich noch. Dann habe ich noch gesagt, ich kann Bob Straßenmusiker werden und Geld damit einsammeln. Richtig. Ich gucke einfach mal in unser schlaues Büchlein. Ja, ich weiß nämlich überhaupt nicht mehr, was wir tun sollen. Eisbär, soll ich ihn wieder zurückgeben? Das wollte er ja nicht. Richtig. Tarnung, was käme dann in Frage? Vielleicht, dass er mich vor der Sonne schützt, das war der Hut ein. Ja. Genau, dann hat er gesagt, hättest du dich auch eine Cappy getan, hat Chang gesagt. Ja. Okay, wo stecken meine Kollegen? Ja. Soll das nicht, heißt das nicht eigentlich, ich sollte ihm gegenüber als Forscher auftreten? Geht auch, ja. Ja, gut. Ja, jetzt wissen wir immer noch nicht, was wir tun sollen. Nö. Was machen wir denn jetzt? Also das komische Mädel ist wieder da. Ja, stimmt. Gut, wir sind ja, Moment, wir sind Bob. Ja. Und wir wissen ja, dass Peter und Justus in Teppichrollen gewickelt wurden. Nee, das wissen wir eben nicht. Wir wissen das. Ja. Bob weiß das noch wir nicht. Denken, das heißt, die alle denken ja, also Ivan wahrscheinlich nicht, weil ich denke, er steckt dahinter, dass die ja noch in einem Haus sind und noch schlafen, so hieß es Was ich glaube, Heidi hat die beiden eingepackt und mitgenommen. Ich glaube nicht, dass sie das schafft. Na, wenn sie Hilfe hatte. Ja. Vielleicht kannst du doch mal das Haus anwenden. Vielleicht dürfen wir jetzt reingucken und sie weg. Der Erste und der Zweite werden fix und alle sein. Sicher kommen sie jeden Augenblick angelaufen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Wir können natürlich auf dem Gelände rumgucken, ob wir Heidis Auto da rumstehen sehen. Dann schreit ja Ivan rum, wenn wir rumlaufen. Ach so. Guck doch mal, die Pferde hatte ich mir alle schon angeguckt beim letzten Mal. Hier können wir nicht... Doch, können wir auch... Ach so, hier können wir hin. Ja, warum denn nicht? Ja, vorhin, letztes Mal ging das, glaube ich, nicht. Gespenstisch. Ja. Ich ahne, dass wir noch in die Mine rein müssen. Das wäre schon cool. Geschäftiges Treiben. Ja, wahrscheinlich müssen wir uns erstmal überall umgucken. Ach ja, mit ihm haben wir ja schon gesprochen, ne? Oder soll ich nochmal? Soll ich ihm mal den Sombrero geben? Der kleine Hut vielleicht. Steht mir richtig gut. Jetzt hat er wieder gedreht. Ich ziehe meinen Hut. Ese sombrerito me queda muy bien. Me quito el sombrero. Warum kann ich den Hut im Inventar drehen? Das weiß ich nicht. Aber du kannst ihn nicht nehmen und ihn Robin geben. Nee, weil immer wenn ich draufklick... Der kleine Hut steht ja, mir ja, richtig ich gut. Schon. Ich ziehe meinen Hut. Kann ich dem Eisbär den Hut aufsetzen? Ese sombrerito me queda muy bien. Nein, kann ich nicht. Du kannst auf uns zählen. Meine Kollegen und ich... Ja, das hatten wir schon, okay. Er glaubt uns ja nicht. Wir haben eine blühende Fantasie, sagt er. Ja, natürlich. Nur weil wir nicht so abgedrehte Songs schreiben. Ja. Ja, den sollen wir ja behalten, den Eisbären. Oder, ja. Ja, nu? Ich bin noch ein bisschen ratlos. Können wir noch mal zu den Hütten zurück oder so? Oder? Ich glaube, da schreit Ivan rum. Geht. Ja, hier haben wir uns den Sombrero ausgeliehen. Stimmt, ja. Ob Buchdruck und Traubenpresse gleichzeitig entstanden sind oder förderte eines das andere? Ja. Was waren bei unserem ersten Besuch die Hütten schlicht und ihre Bewohner abergläubisch? Ja, das hatten wir auch schon. Ja, okay. Ich wette, darüber können die meisten heute nur den Kopf schütteln. Ich gebe zu, die Traubenpresse hat was von dem Original Heidelberger Tiegel. Aber nur okay. Ganz entfernt. Das war so ein Buch, also so ein Druck, so eine Druckmaschine. Ja. Da ist mir unser Blackie lieber. Ja, das hatten wir tatsächlich alles. Da ist mir unser Blackie lieber. Und die ernten ihre Trauben und ja. Okay, wir können ja, glaube ich, mittlerweile unser Handy wieder benutzen. Kein Empfang. Aber haben keinen Empfang. Bei richtig, den Schatten weiß man nie, was das für Gestalten sind. Bäume oder Menschen? Menschen. Ja. Schön, ne? Ist das Häuschen neu? Wir haben es ein Jahr nach eurem Besuch errichtet.
Bis dahin hatten wir die Verkostung und den direkten Verkauf von Wein nicht auf dem Schirm. Okay. Aber wir können nicht Moment. Rein. Sie haben ein Weingut und sind nicht auf das die wird Idee noch gekommen, dauern, den Wein direkt zu verkaufen. Einsetzt. Anscheinend. Aber anscheinend ist es wieder offen. Es hilft uns zwar nicht wirklich, glaube ich. Nee, da ist jetzt auch nichts was Neues. Da, dieser Aufsteller da auf dem... Da. Sieh an. Broschüren über Verdant Valley. Können wir die nehmen? Ja, können wir nehmen. Ja. Verdant Valley, ja. Genau, und das daneben, das ist auch so eine, das oder? Ist nur so ein Pappaufsteller für ja, die okay. Broschüren. Was wollen wir damit? Ha. Ja, vielleicht ist der Lageplan. Wir sind beim Verkosten nur dann sofort zur Stelle, wenn es bei Mrs. Jonas Kirschkuchen in allen Varianten gibt. Wie viele Varianten gibt es denn Kirschkuchen? Naja, mit Kirschen oder ohne Kirschen? Du kannst mit Schokostreuseln machen oder Schokostückchen drin oder mit Streusel oben drüber oder da kannst du schon viele Varianten machen. Ach, das Haus ist ja hier. Ja? Du weißt doch, Andrews, ach so. In unserem Domizil hat niemand etwas zu suchen. Nee. Vielleicht. Der erste und der zweite werden sicher kommen. Ich wollte hier hin. Vielleicht können wir Robin das Prospekt... Ich kann es aufklappen. Dann guckst dir mal an. Ja. Mach noch mal auf. Lass uns mal die Bilder angucken. Ja, das ist das Haus. Das ist Chunks Zimmer oder das Gästezimmer. Ja, das ist da irgendwas, was vielleicht anders ist, als wir das kennen? Hier hängen halt die Bilder noch alle rum. Ja. Vielleicht müssen wir irgendwann die Bilder wieder zurückhängen. Kannst du mal auf den Pickup klicken? Wir haben doch die Bilder auf den Pickup geladen. Vielleicht müssen wir sie jetzt wieder zurückhängen und brauchen dafür die Broschüre, um zu wissen, welches Bild wohin kommt. Okay. Das ist jetzt gerade nur so ein Gedanke. Gar nicht so einfach, seine Habseligkeiten auf die Schnelle in Sicherheit zu bringen. Da spricht unser Mr. Green ein wahres Wort gelassen aus. Ja, vielleicht... Ach so, ja, er macht's... Vielleicht muss ich irgendwas jetzt mit dem Prospekt kombinieren. Dein Handy abfotografieren? Nee, wahrscheinlich nicht. So wie ich was anderes auswähle? Hä? Ich kann es einfach nur aufklappen, mehr ist nicht. Ja, das sieht für mich so aus, als müsstest du halt ab und zu mal was auf den Bildern nachgucken. Und deshalb habe ich halt gedacht, dass wir halt die Bilder wieder zurückhängen müssen. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Es macht ja auch irgendwo Sinn, weil man kann auch alle Bilder hier erkennen tatsächlich. Aber ich... Gar nicht so einfach sein. Gar nicht so einfach seine Habseligkeit. Der erste und der zweite werden sicher kommen. Wir können ja auch nicht ins Haus rein. Nur mal ganz kurz, das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Kannst du trotzdem noch mal kurz die Broschüre aufmachen? Dieser Strich über der rechten Seite, der aussieht wie ein Haar, siehst du den auch? Da? Nein. Ja, und weiter unten, so schräg rüber. Ja. Ja. Okay. Ich denke die ganze Zeit, da klebt ein Haar auf meinem Bildschirm. Nein, das gehört so zum Prospekt. Danke. Ach, das war's schon. Achso, das war's schon. Ja, ich habe gesagt, das hat nichts mit Spiel zu tun. Ich denke, was kommt denn jetzt? Wir können uns nicht Peters Auto angucken. Ich rede nochmal mit Ivan. Mrs. Andrews ist wirklich eine sehr kompetente Frau. So jemanden muss man sich gut merken, falls es ein nächstes Mal gibt. Können wir, oh Gott, warte mal. Chang. Können wir Chang diese regenbogenfarbene Visitenkarte zeigen? Nö. Sicher war Justus als erster beim Schmausen. Tante Lydia meinte, Justus und Peter wollten sich etwas ausruhen. Vermutlich streifen sie jetzt durchs Gelände und helfen, wo sie nur können. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass meinen Kollegen unsere Ankunft entgangen ist. Mal sehen, welche Indizien erklären die Umstände? Welche Indizien erklären die Umstände? Hä? Was will er? Ja, ich frage mich auch gerade, was er will. Er denkt schon so wie Justus. Wahrscheinlich müssen wir jetzt feststellen, dass der MG noch da ist. Peters ja. MG? Aha. Damit haben sich meine Kollegen also nicht entfernt. Okay, wir müssen jetzt alles... Aha. Oh, 20 Indizien. Okay. Okay. Die Bilder? Gar nicht so einfach, seine Habseligkeiten auf die Schnelle in Sicherheit zu bringen. Ja, gut, warte mal, dann... Gutes Haus. Darf ich nicht anklicken. Justus? Ja, doch. Peter. Jetzt darf ich rein. Hier, im Salon. Ah, Miss Green. Dann werde ich ihr mal brav meine Aufwartung machen. Hier liegt ein Streichholzbriefchen oder sowas. Ja. Jemand hat auf der Treppe ein Streichholzheftchen verloren. Das war wirklich ein Streichholzheftchen.
Es macht Reklame für San Francisco, genauer Chinatown. Ich dachte immer, Chinatown wäre in New York. Kann ich hier rein? Nee, du sollst ja erstmal zum Salon und ja, sollst... Ist ja gut. Ja, Entschuldigung. Bob Andrews, damit sind die drei Fragezeichen komplett. Nee. Ich vermute, ich muss diesmal nicht eure Eltern um Erlaubnis fragen, damit ihr euch allein in Verdant Valley aufhalten dürft. Sie halten uns noch gerne an der Leine, aber die ist länger geworden. Wo stecken denn meine lieben Kollegen? Das Zimmer gleich die Treppe rauf. Wenn sie nicht schon wieder investigieren... Ich könnte für dich eine Gästeliege aufstellen lassen, falls dir das nicht zu eng wird. Ich habe einen Schlafplatz im Tourbus von Lavender und Rabinski, aber danke für das Angebot. Shang hat Ihnen sicher von meinem Job als Babysitter für Rockstars berichtet. Nur ohne Baby und ohne Rock. Also Stars. Sitter für Stars. Ein Umzug mit einem ganzen Haus muss schwer zu bewerkstelligen sein. Und dann unter diesen Umständen? Mit den Umständen meinen Sie die Brände, oder? Natürlich. Obwohl Chang angedeutet hat, dass ihr an einem Fall dran seid und noch andere Hindernisse im Spiel sein dürften. Aha. Wegen unseres Falls müssen wir uns bedeckt halten. Aber die Atempause in Verdant Valley tut gut. Kann ich mich wie meine Kollegen irgendwie erkenntlich zeigen? Wenn Justus und Peter nicht schon dabei sind, dann hängen unsere Gemälde zurück. Sie liegen auf dem Pickup. Chang hat bereits verbreiten lassen, dass du unser Gast bist. Es wird also keine Fragen geben. Ich kümmere mich gern darum. Versprochen. Da ist Heidi. Ja. Die junge Frau, die mich auf dem Weg zu Sandler geschnitten hat. Heidi Cutler. Sie will nach San Francisco. Ich würde gerne an einen Zufall glauben. Ich lasse für unsere Leute und das Team von Lavender and Rubinsky ein zünftiges Dinner vorbereiten. Bei einer gemeinsamen Mahlzeit kommt man leichter ins Plaudern. Ich lasse okay. Für unsere Leute und... Ist das ein Festnetztelefon? Funktioniert es? Bislang hatten wir mit unseren Telefonaten keinen Erfolg. Seit zuletzt Lee, unsere Hausdame, ihr Glück versuchte... Kommt nur eine Ansage vom Störungsdienst. Wartungsarbeiten. Aha. Ja, ich habe gerade so ein bisschen das mitverfolgt. Das ist gut. Was da auf dem Fernseher läuft. Ja. Allerdings habe ich immer nur Bruchstücke von den Texten mitgekriegt. Also Heidi scheint da im Stau zu stehen. Sie will nach San Francisco. San Francisco sieht nicht das erste Mal so aus, als käme die Übertragung live vom Mars. Die Auswirkungen der Waldbrände auf die Metropole sind faszinierend und schrecklich zugleich. Ja. Ja, was wollte ich denn gerade sagen? Ja, also sie steht im Stau, sie will nach San Francisco und sie hat gesagt, sie vermisst ihr Internet. Also sie hat anscheinend auch keinen Empfang, aber dann kann sie auch aktuell keine Stories posten. Ne? Das ist schon mal eine gute Sache, ja. Ich wollte nur ausprobieren, ob es bei dem anderen Bild was anderes gibt, aber ja, eben das Bild hat gewechselt und es gab eine neue Nachricht. Das erste Bild vor Heidi, das man gesehen hat, war ein Interview mit Lydia Green. Ah, okay. Soll ich da nochmal warten, bis das wieder umschwenkt? Das dauert, glaube ich, wirklich relativ lange. Wir können ja später nochmal rein. Ja, okay. Dann gucke ich mich jetzt. Ich will gucken, ob ich jetzt hier oben hin kann. Kann ich. Justus? So. Peter! Die Taschen sind doch da. Wenn sie sich nicht unterm Bett versteckt haben, sind die beiden definitiv nicht im Gästezimmer. Aber das ist mit sicher. Ah, das war auch schon ein Indiz. Ist der Autoschlüssel noch da? Ja. Achtung. Peters Autoschlüssel. Wenn er ihn nicht bei sich trug, gingen meine Kollegen kaum davon aus, schnell von hier verschwinden zu müssen. Und jetzt klick mal auf die Decken. Vielleicht fällt ihm auf, dass das Bett nicht benutzt wurde. Ja, ja, ich möchte auch noch die Taschen, aber ja. Ach so, in diesem Bett lag bis vor kurzem niemand. Es sieht so aus, als sei es frisch gemacht worden. Schokolade ist noch da, das heißt, Justus ist war nicht hier. Bonbons auf dem Kopfkissen. Wie in einem Hotel. Wäre Justus vor kurzem hier gewesen, hätte er davon genascht. Sag ich doch. Bin gut, ne? Ja. Täusche ich mich oder ist das tatsächlich das Gepäck meiner Kollegen? Das ist kein Indiz? Bequeme Wechselgarderobe, eine blaue Zahnbürste und ein Foto von Kelly.
Das ist Peters Tasche. Sicher? Offenbar hat sich der zweite Detektiv trotz der Strapazen nicht umgezogen. Und die Tasche? Verderben den Spöttern. Was hat das Schamanenkostüm des tanzenden Teufels hier zu suchen? Wollte Justus es vor dieser Heidi in Sicherheit bringen? Boah, vom Geruch wird mir ganz schwummrig. Stammt er von einem Desinfektionsmittel? Sorgfältig wie das Personal ist, hätte es die Lappen nach dem Putzen gleich entsorgt. Das wollte ich dir noch erzählen, als ich heute nach Hause kam, hat es im Haus voll nach Bier gerochen. Ich habe mich schon gewundert, warum. Ich komme so ins Wohnzimmer und denke, als wäre irgendwie eine Flasche Bier ausgekippt. Es hat voll intensiv nach Bier gestunken und ich weiß überhaupt nicht, warum. Bei uns in der Wohnung direkt? Ja, also im Wohnzimmer. Ich denke, es riecht voll nach Bier und ich wusste echt, ja, keine Ahnung, warum. Okay. Tja. Ja. So. Okay, das glaube ich, die Indizien hier drin sind erledigt. Das waren ja auch einige jetzt. Ja, schon. Schön ordentlich das Gepäck wieder zugemacht. So, hier können wir nicht, ne? Ach, jetzt dürfen wir doch hier hin, okay. Achso, ja, ich muss ja die Bilder hier wieder hinhängen. Stimmt, ich muss ja die Bilder holen. Ja. Shang, deine Tante hätte gerne, dass ich euch mit den Gemälden helfe. Kein Problem. Du bist hier schließlich kein Unbekannter. So, dann fange ich mal hier an. Justus? Ja. Peter! Achso, er musste hier nochmal hin und sie suchen. Ja. Achso. Okay, es packt automatisch Bilder hin, dann ergibt ja die Broschüre gar keinen Sinn. Ja. Außer halt, um zu gucken, wo waren welche, aber... Ja, genau, richtig. Aber ich glaube, ich würde es auch so noch halbwegs hinkriegen. Ja, also die im Orte. Haus ist es gar kein Problem, weil da hast du ja überall diese leeren Stellen. Ja, bis auf hinter den Türen. Ja, ne? Ja, schon. Da haben sich's wieder richtig was Cleveres ausgedacht, dass man einfach alles wieder hinhängen muss. War hier auch eins? Ja. Ich glaube schon. Links. Ja. Das große, das mit dem Weinzelt. Erstaunlicherweise kein Bild von Sandy Koufax oder einem anderen berühmten Baseballspieler. Das wusstest du doch, dass da ein Weinbild hing? Ja. Krass, das hätte ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich mag das Bild. Ja, zur Erklärung, die letzte Aufnahme ist jetzt 2 oder 3 Tage her, weiß ich gar nicht genau. Und das nächste. Jetzt kommt der Mönch. Da kommt der Mönch, genau. Das hätte ich jetzt auch noch gewusst. Oh, warte kurz, das ist ein neues Bild. So schnell wie das Fernsehteam gekommen war, war es auch wieder verschwunden. Für mich sprach nichts dagegen, ein Statement abzugeben, auch wenn ich aussah wie Cinderella vorm Kamin. Achso, das hat sich schon genau, dauert. Genau, das war dieses Interview und danach kommt dann Heidi. So, noch 3 Bilder. Ich glaube, diese 2 sind auf jeden Fall noch in der Mine. Ne, 2 glaube ich sogar. Und nur 1? Okay, nur 1. Beim Pferdestall? Nee, ich glaube, bei den Hütten war noch was. Nee. Justus? Peter! Ah, aber hier... Alle Pferde sind da. Er muss hier suchen. Wieder halten sich Peter und Just in der Nähe auf. Noch sind sie in die Wüste geritten. Aber wir müssen sowieso zu den Hütten, weil wahrscheinlich muss er die da ja auch suchen. Ja, wahrscheinlich musst du auch noch mal in den Wald gucken und zur Vogelscheuche. Peter! Ich kann noch so sehr mit den Armen fuchteln. Wenn sie in der Nähe wären, hätten sie mich längst ausgemacht. Hier suchte sie nicht extra. Okay. Okay. Ich dachte jetzt, dass bei irgendeinem Fenster noch ein Bild zu sehen gewesen wäre. Nee, das war hier der Blumenstrauß. Das war das, ja, stimmt. Okay. Aber wo waren jetzt die letzten beiden Bilder? Okay, Moment. Doch noch im Haus irgendwo? Kann ja eigentlich fast nur noch. Ja. Wo denn noch?
War hier noch was? Oder doch noch in der Mine? Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt. Ja, schau doch in die Broschüre rein. Ah, meinst du, deswegen haben wir die? Im Vergleich zum Foto in der Broschüre fehlt hier der große chinesische Teppich. Das Personal hat die Kostbarkeit auf meine Anweisung hin wegen des nahenden Feuers vorsorglich entfernt. Bald wird ihm aufgehen, dass es wenig Sinn machte, das Mobiliar hinzustellen, bevor der Teppich wieder liegt. Okay, war ein Hinweis. Okay, ja klar, weil Justus und Peter waren ja im Teppich drin. Das klingt komisch, aber es ist so. Ja, es ist definitiv so. Okay, also eventuell noch mal in den Laden rein. Ansonsten muss es eigentlich hier irgendwo sein. Da und da links. Ja, ist schon. Okay. Das hat sich übrigens gereimt. Ja, Laden rein und hier sein wieder. Ja, genau. Okay. So. Also jetzt brauchen wir nur noch Infizien. Vielleicht der Gong? Der gleiche Essensgong, mit dem wir damals zu Tisch gebeten wurden. Ja gut, das ist kein Indiz, ne? Nee. Hier was? Auf dem Foto fehlt Shanks entfernter Verwandter und ehemaliger Geschäftsführer Harold Carlson. Auch sein Mitverschwörer Jensen ist nicht dabei. Sie hatten sich für ihre Taten zu verantworten. Im Laufe der Menschheitsgeschichte konnte Trinkwasser bei mangelnder Hygiene krank machen. Mit Wein wähnte man sich wegen seiner keimtötenden Wirkung auf der sicheren Seite. Soll ich dir als Pop auch noch mal durchklicken, alle? Ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass es zu weit bringt. Trieb einigen Zeitgenossen sicherlich Tränen in die Augen. Na gut, dann warten wir noch ein bisschen damit. So, wo können noch Indizien sein? Wo waren Peter und Bob denn? Vielleicht noch mal zur Mine? Ah ja, hier noch mal reingucken, ne? Justus? Peter! Ich kann mir nicht vorstellen, dass es meine Kollegen freiwillig tiefer in den Berg gezogen hat. Und Markierungen sehe ich auch keine. Geschäftiges Treiben. Geschäftiges Treiben. So, jetzt fehlen auch nur noch 6 Stück. Den MG hatte ich schon. Du warst ja bei dem Waldstück, aber du hast jetzt nicht versucht, da nochmal über diese Brücke drüber zu klicken, oder? Stimmt, da hast du recht. Da könnte er was zu sagen. Bei den Schatten weiß man nie, was das für Gestalten sind. Bäume oder Menschen? Aber der Gedanke war trotzdem gut. Ja. Aber hat nichts gebracht. Leider nicht. Damals waren keine Bänder an der Eiche. Ein Blickfang für Touristen und ein Alleinstellungsmerkmal unter den Weingütern der Region. Ja, das hatten wir schon, okay. Kannst du noch mal die anderen Autos anklicken? Nee. Vielleicht kann ich die beiden noch mal fragen, dass das doch ein Indiz gibt. Justus und Peter werden kaum vom Erdboden verschluckt worden sein. Peter? Etwa Shaw? Ihr beide und dieser Justus seid wohl ganz dicke miteinander. Ist Verdant Valley womöglich ein Ferienlager für Kinder, die abspecken sollen? Nein, uns eint lediglich eine besondere Bande, Mr. Rubinsky. Das werden Sie sicher verstehen. Dass wir so offen mit ihm über dieses Thema einfach nur sprechen, das ist, finde ich, halt nach wie vor sehr merkwürdig. Ja. Justus, Peter und Bob. Hat sich nicht neulich ein einflussreicher Mann mit den Namen befasst? Sicher war es nur bei einem dieser Influencer im Netz. Kommt noch mehr? Tja, Andrews, die letzte Etappe werden wir auch noch schaffen. Und wenn wir auf Teufel komm raus die ganze Nacht durchfahren. Tja, Andrews, die letzte Etappe werden wir auch noch schaffen. Etappe werden. Ich weiß nicht, ob es das bringt, nochmal mit Lydia zu reden. Die Pferde haben wir ja eigentlich schon abgefrühstückt. Nelly! Nelly! Ich habe alle Gemälde richtig zuordnen können. Wie tüchtig du bist, Bob. Ich ahne. Spätestens, wenn wir draußen das Dinner angerichtet haben, sind auch Peter und Justus zur Stelle.
Ich vermisse sie wirklich schrecklich. Oh Gott. Jetzt dürfen wir bestimmt draußen noch das Abendessen herrichten oder so. Ja, ich guck mal, ob hier noch irgendwie vielleicht eine Dienst... Wir haben etwas zu feiern. Und das werden wir auch frohen Herzens tun. Ich hatte eigentlich die Uhr anklicken wollen, aber gut. Ja, noch 6 Indizien. Ist hier noch irgendwas? Vor allem, wenn irgendwo was rumliegt, dann erkennt man das ja immer relativ gut. Ich glaube nicht, dass Justus in diesem bequemen Kostüm durch die Weinberge tänzeln wollte. Oh. Was hat sich da im Fell verfangen? Ja, das ist die Karte. Die Visitenkarte. Die habe ich vorhin schon gesehen. Ich denke, entweder hat Heidi da reingesteckt oder Justus noch während der Entführung oder so. Während er schlafend in den Teppich gewickelt wurde, meinst du? Ja, genau. Die anderen Sachen, die da noch zu sehen sind in der Tasche? Nee. Ich nehme die Schlüssel lieber mit. Ja. Oh. Vielleicht können wir uns jetzt das Auto noch mal angucken. Das ist gut. Das ist gut. Vielleicht finden wir im Auto Hinweise. Aha. Mysteriös. Ein Hinweis auf Just, den grünen Geist und einen Absender, der mit H beginnt. H wie garstige Hobbits, Hitchcock, Hitfield, Heike Diene, Eugenie oder nein, Heidi. Ganz schön clever, der Bob. Boah, ja, deswegen ist er auch zuständig für Recherchen und Archiv. Ach, das war's schon, mir geht gar nicht. Mich absetzen? Nein. Aber nichts geht über eine Reiserücktrittsversicherung. Die zeige ich jetzt ihm hier. Ah, Moment! Die zeigst du Robin! Der wollte uns ja nicht glauben, dass wir Detektiv sind. Unsere Visitenkarte. Für Klienten und solche, die es werden sollten. Tatsächlich? Was sagt man dazu? Lass das bloß nicht Ivan wissen. Ich möchte nicht, dass ihr wegen mir in Gefahr geratet. Das sind wir schon. Richtig. Vielleicht kann er was dazu sagen, dass Peter weg ist? Obwohl, den kann er eigentlich nicht. Oh. Nee, die waren ja schon weg. Also die sind ja gar nicht... Ja. Die drei Fragezeichen. Justus Jonas, Peter Shaw, Bob Andrews. Sehr schön. Ja. Kein Indiz? Die drei Fragezeichen. Ja, ist okay. Justus Jonas. Sehr viele Anspielungen in diesem Spiel drin. Also mehr als... Findest du? Oh, gar nicht. Ja, so ein bisschen, ne? Anders, immer die ganzen Kartons vor der Dusche gestanden. Ja, eigentlich nicht vor der Dusche, aber ja. Aber ich meine, wir können ja eigentlich keine Indizien hier in dem Tourbus finden, weil den kennen die ja gar nicht. Also. Weißt du, was mich gerade voll schockiert? Hm? Diese Dusche im Tourbus ist größer als die auf unserer Fähre nach Schottland. Das ist richtig. Aber jede Dusche ist größer als die in der Fähre. Sogar die in Rating im Hotel ist größer. Ja, wobei die war eigentlich recht groß tatsächlich. Ja, aber das Gute auf der Fähre nach Schottland war, dass die Dusche so eng war, dass du bei starkem Seegang trotzdem nicht umfallen konntest. Auch das ist richtig. Und du konntest beim Scheißen duschen, wenn du willst. Total geil, ja. Konntest du gleich den Hintern abspülen. Super. Ich versuch's doch. Du weißt doch, Andrews. Ja, in unserem Domizil. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Da war sonst gar nichts. Ne? Da hat er nur einmal kurz reingeguckt und das war's. Da stecke ich meine Nase lieber in ein gutes Buch. Achso, wegen Weintasting. Ja. Kannst du auf das TMMPS-Schild auf der rechten Seite? Das ist eine gute Binsenweisheit. Nüchtern betrachtet. Bitte? Auf der rechten Seite das TMMPS-Schild. Nee, da sagt er gar nichts zu. Okay. TMMPS steht für? Traubenmost-Matschpresssaft. Genau. Das haben wir uns selbst ausgedacht. Ja, für eine Flüssigkeit im Brettspiel Viticulture, die wir nicht genauer definieren konnten. Also haben wir sie TMMPS genannt. So, ja.
Also ich denke, dass bei der Mine... Vielleicht liegt da noch irgendwas auf dem Boden rum, was wir jetzt gar nicht so... Wir haben aber noch den blöden Hut. Me quito el sombrero. Was soll das mit dem Hut? Ja, da kommt schon noch irgendwas. Geschäftiges Treiben. Das wolltest du noch mal eben von mir? Sag mal, wozu rede ich eigentlich mit dir? Ich meinte, wir sollten hier noch mal gucken, ob da vielleicht mal auf dem Boden irgendwo was rumliegt, was man nicht sofort erkennt oder so, weil wir hatten halt auch bei der Mine so wenig und irgendwo müssen die zwei ja auch tatsächlich sein. Ja, im Teppich. Ja, aber, ja, und wo ist der Teppich? Haben wir schon im Haus versucht, an die Stelle zu klicken, wo der Teppich lag? Hier, ne? Ich weiß nicht, ob du das versucht hast. Ne, haben wir nicht. Kannst du noch mal in die Broschüre gucken, ob da noch irgendwas ist, was... Ob der fehlende Teppich gerade gereinigt wird? Ach, das war schon wieder ein Hinweis. Ja. Okay. Dann frag doch mal Lydia, ob der fehlende Teppich gerade gereinigt wird. Das machen wir. Wir haben etwas zu feiern. Und das werden wir auch frohen Herzens tun. Okay. Kannst du die Vase anwählen? Irgendwie finde ich die so auffällig. Ja, die sind mehrere Vasen. Da, da, oh, da. Oh Gott. Aber hoffentlich nur in diesem Raum. Ja, nicht, ja. Dass wir auch noch 1000 Vasen suchen müssen oder so. Ich sage dir Bescheid, wenn die Störung behoben wurde. Ich sage dir, wir haben etwas zu feiern. Und das werden wir auch frohen Herzens tun. Ja? Den Autoschlüssel mal zeigen oder die Visiten? Nee, sie kennt ja die Visitenkarte, ne? Achso, du meinst die drei... Die habe ich gar nicht mehr. Achso, die haben wir ja Robin... Die hat Robin behalten. Der kleine Hut steht mir richtig gut. Moment, der Bär fungiert ja als Walkie-Talkie zu Robin. Die Angestellten räumen mir hinterher. Vielleicht sollte ich sie mal zusammentrommeln. Oder herbeigongen. Machen wir. Ja. Und fragen, wo Justus und Peter sind. Genau. Oh, der Part ist übrigens längst vorbei. Das heißt, wir werden im nächsten Part gongen. Mhm. Und dann werden wir hoffentlich mehr erfahren. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Ja, auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss.